Willkommen zurück zur Lage der Liga. Gemeinsam mit Spillareti und Alfred Draxler haben wir bereits über das erfolgreiche DFB-Debüt von Julian Nagelsmann als neuem Coach gesprochen. Und auch das war ein Thema mit Christoph Daum. Den hat Walter Straten in Köln besucht. Christoph, bei dir die wichtigste Frage. Wie geht's dir? Alle Therapien schlagen sehr gut an. Die Rückmeldungen hinsichtlich der Blutanalysen und der Tomografien sind auch positiv. Der Krebs bildet sich langsam etwas zurück und wir haben alles so halbwegs unter Kontrolle. Also wir sind optimistisch. Ich bin also hier in Köln in Onkologie in besten Händen. Der Professor Wolf, der kümmert sich wirklich rührend um mich und ich habe einfach Vertrauen. Und das ist ja bei jeder Erkrankung ganz wichtig, wenn man Vertrauen zu den Ärzten hat. Am 24. Oktober wirst du 70 Jahre alt. Zeitgleich erscheint eine Doku bei Sky. In der Doku, das ist schon soweit bekannt, hast du dich auch mit Uli Hoeneß getroffen. Erzähl mal, wie war das, dein Treffen mit Uli Hoeneß? Also das war ja so, dass wir uns in den letzten Jahren immer wieder telefonisch verständigt hatten. Und dann habe ich Uli angerufen und habe gesagt, hör mal zu, ist für eine Doku über mein Leben gedreht. Wäre natürlich schön, wenn wir auch dort beide gemeinsam auftreten würden und mal wieder miteinander sprechen, damit man auch sieht, dass Leute, die sich über lange Zeit bekämpft haben, auch wieder verständigen, respektvoll miteinander umgehen. Wenn ich das immer wieder erzähle, ist das etwas anderes, als wenn man das dann auch im Bild mit sieht und du auch mit dabei bist. Und hat er sofort spontan zugesagt. Und ja, dort haben wir eigentlich sehr viele Themen wieder angesprochen, ausgesprochen, die vielleicht irgendwo noch so im Raum schwebten. Alles in der Doku, wie gesagt, zu sehen. Und das Wichtige war für mich, als ich dann sagte, Uli, vielen Dank, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast, nachdem wir uns so intensiv zum Teil bekämpft haben. Und einfach so ganz locker gesagt, ach Christoph, weißt du, das können eigentlich nur zwei Persönlichkeiten wie du und ich. Habt ihr auch über den aktuellen Fußball gesprochen? Ja, das haben wir auch. Wir haben natürlich über die Transfersummen gesprochen. Und Uli war ja eigentlich immer einer, der sich gegen diese hohen Transfersummen ausgesprochen hat und gesagt hat, den Wahnsinn machen wir nicht mit und dadurch auch sehr, sehr viele Sympathien gewonnen hat. Und jetzt bei Harry Kane ist er in eine andere Richtung gegangen, das haben wir besprochen. Da hat er auch gesagt, dass durch dieses Investment von 100 oder 110 Millionen, was immer da rauskommt, Bayern München keine Nachteile hätte, kein angestellter Spieler würde weniger verdienen, die Eintrittspreise werden nicht erhöht. Einzige, was eben der Fall ist, ist, dass das Festgeldkonto etwas reduziert wird und damit kommt eigentlich Bayern München ganz gut zurecht. Darum hat er eben auch gesagt, letztendlich würde ich keiner abfeiern, wenn du ein hohes Festgeldkonto hast, sondern es geht immer um die Erfolge, die die Mannschaft einfährt und wir haben gesehen, wir brauchen dringend Mittelstürmer. Und darum haben wir eben dieses Investment für Harry Kane auch gemacht, um eben auch wieder in der Champions League nicht nur national erfolgreich zu sein, sondern auch international. Dann haben wir eine Länderspielwoche. Julian Nagelsmann hat gestern sein erstes Länderspiel gehabt. Wie siehst du generell die Entscheidung, Julian Nagelsmann zum Bundestrainer zu machen? Ich halte Julian Nagelsmann für einen der besten Trainer, die wir haben. Und er hat mit Rudi Völler einen Fachmann an seiner Seite, wo ich sagen kann, wenn Julian Nagelsmann es versteht, diese Erfahrung, diese Kompetenz von Rudi zu nutzen, dann kann da etwas sehr Erfolgreiches, Fruchtbares raus werden, weil fachlich bringt er alles mit, Julian, da braucht man ihm nichts zu erzählen. Aber du kannst natürlich nicht irgendwo Erfahrung lernen. Erfahrung musst du machen. Und Rudi hat unheimlich viel Erfahrung gemacht. Also Unterschied von Julian zu Rudi ist, der Julian hat einen perfekten Matchplan und Rudi hat einen perfekten Menschenplan. Das heißt, er weiß richtig, wie man auch für Stimmung sorgt, wie man auch mal dazwischen haut, wie man einen auch mal in den Arm nimmt. Und diese ganzen Dinge, die eben
sagen wir, auch mit in den emotionalen Bereich, in den Bereich des Teamgeistes, Zusammenhalts reinspielt, die beherrscht er natürlich sehr. Rudi geht es nicht so sehr darum, dass er den idealen Matchplan vermittelt, sondern allen wieder das Gefühl gibt, füreinander auf dem Platz zu sein. Das war vorher oft so, dass man nebeneinander oder miteinander gespielt hat, aber der Rudi hat es wieder erreicht, dass man füreinander spielt und wieder in einer gewissen Art und Weise als Einheit sich präsentiert. Und das ist oft wichtiger als irgendeine Pressing-Situation und Spielzug einwandfrei umzusetzen. Soweit also Christoph Daum im Interview mit Walter Strahl.